Dunkle Grüße und willkommen zurück bei dem Knarrenspiel Biomutendo. Ja, Biomutendo, finde ich gut. So, ja, wir haben wieder mal viel zu tun. Da geht's nicht mehr. Und, also immer noch, also generell ist ja ein Spiel, wo man einfach viel tut. Und das hat sich nicht geändert, denn ich spiel's ja immer noch und, ja. Ihr wisst Bescheid. Und jetzt gehe ich da irgendwo hin. Och, Weg versperrt. Ich denke, ich könnte der Straße folgen. Oh, was ist das denn hier? Ausschau. Oh, warte mal. Vielleicht möchte ich vorher da oben raufgehen, bevor ich weitergehe. Ich war jetzt im Berg drin, aber offenbar ist oben drauf vielleicht noch was. Oder was soll das mir sagen? Ausschau hat man ja mal von oben, nicht von unten oder so. Also wäre das sinnvoll? Aber ich glaube nicht, dass ich hier richtig hochkomme, oder? Oh. Na. Na, gib alles. Gib alles. Nee, hier geht's nicht. Autsch. Ja, auch nicht so gut. Aber hier sieht's. Ah! Das war wohl zu steil. Ich kann nicht mal springen. Hallo? Geht doch. Hüpf. Nein, da komme ich echt nicht rauf. Aber da oben. Da ist was. Doch, doch, definitiv. Irgendein Gebäude. Das heißt ja, glaube ich, dass er nicht hinkommen oder wie da was. Aber es sieht gerade nicht so aus, als es sei denn. Aha! War doch nicht so schwer. Ja, dass man sowas übersieht, ist auch fast schon klar. Oha. Du bist aus einem Grund hier. Doch, aber hier du ist musst in Erfahrung bringen, welcher es ist. Kein Loot und so zu finden? Es gab keine Anzeige da. Das ist ja auch ulkig. Da ist ein Ausschau, ne? Vielleicht soll ich bloß tatsächlich von oben runter gucken und fertig. Hm. Hallo? Das hackt's gerade. Aha! Oho! Wer ist das? Das ist irgendeine. Es ist offenbar eine wichtige Figur und die war überhaupt nicht markiert. Wie kommt das? Ich hoffe, die ruckt weg. Das ist für mich ein bisschen peinlich. Und was erklärt, warum es hier nichts zu finden gibt? Du hast das Langauge gefunden. Damit kannst du die Schnuppen sehen, bevor sie fallen. Ach, guck mal. Also offenbar muss ich hier später mal hin, aber noch war es keine Quest. Freut sich, dich entdeckt zu haben. Andersrum hier ist der Fall. Hier ist es schwer, durch den Schmutznebel zu spähen. Doch die meiste Zeit blinzelt sie doch in den Himmel und hält nach Schnuppen Ausschau. Okay. Sagt, es gibt Lichter am Himmel, die kurz aufleuchten. Ja, ja. Sie fragt sich, was du mit all deiner immer größer werdenden Macht tun wirst. Ah, ah, ah. Den Himmel freimachen oder ihn in Brand stecken. Wer weiß, wer weiß. Sie fürchtet, du gehörst zu denen, die die Schmutzwolken so weit herunterziehen wollen, bis sie die Welt ersticken. Okay. Wenn sie eine Schnuppe sieht, denkt sie gerne, das sei ein Zeichen, dass ihr nicht so alleine seid. Dass selbst wenn hier unten alles endet, es auf anderen Welten irgendwo da draußen vielleicht weitergeht. Bestimmt. Nova fragt sich, ob du je zu den Schnuppen geblickt und dich gefragt hast, ob du dich ebenfalls in den gleichen Mustern bewegst, im immer gleichen Nachttanz, oder ob du dich daraus befreien kannst. Ach, diese pseudophilosophischen Sachen gehen mir echt langsam ein bisschen auf den Zeiger in dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und immer wieder, ich glaube aber, du bist ein Böser. Es ist schön, dass es erwähnt wird, aber im Prinzip hat es ja auch trotzdem keine Relevanz. Ich meine, so eine Pseudo-Relevanz dann, wenn es dann erwähnt wird, naja. Findet es schön, dass du so denkst. Das ist immer so zufällig eingestreut, ohne echt zusammenzuhängen oder was auch sagen zu können. Schätzt, wenn die Schnuppen weiter tanzen, sollte es die Welt ebenfalls. Und so wird es geschehen. Fragt sich, warum du so sehr versuchst, die Schnuppe dieser Welt vom Himmel zu tilgen. Tja. Findet es gut, dass du mit den Ankati zusammenarbeitest. Ja, das ist, sie besucht sie gerne und starrt zum Himmel herauf. Mhm. In der dünnen Luft strahlen die Schnuppen so hell. Das meine ich hier schon wieder.
Nachdem sie mir was Philosophisches sagen wollte, wieder hier, ah, das findet sie gut, das findet sie gut, das findet sie schlecht. Bla, was soll der Quatsch immer wieder? Und auch der Erzähler, ich meine ganz ehrlich, der muss so viel Text brabbeln, der so sinnfrei ist. Ich weiß nicht, ob er seinen Job gemocht hat. So bis zum Ende hin. Schätzt, je näher man an den Schnuppen ist, desto besser. Aha. Okay. Meint, wenn sie mit dir redet, glitzert es in ihren Augen. Warum auch immer. Sie fragt sich, ob du auch zu den Träumern gehörst. Ihre Träume sind in den... Schoko. Ihre Mamu war eine Sternenguckerin. Und hat sich nie um sie gekümmert. Doch wenn die Sterne leuchteten, leuchtete auch sie. Und da wurde es ihr klar, sie ist ein Wesen der Nacht. So wie ich. Doch jetzt steckt ihr Kopf in den Wolken fest. An manchen Orten okay. ist der Schmutznebel so dicht, dass nichts hindurchdringt. Nicht einmal ihr Langauge. Ja, was soll mir das Ganze... Ach. Sagt... Upsi, Nova Schild verklickt. Sagt, sie hat am klaren Nachthimmel eine Schnuppe entdeckt. Oh. Der Forschung ihres Papus zufolge besitzt ein einzelner Splitter einer Schnuppe stärkende Qualitäten. Okay. Sie ist davon überzeugt, dass ein Schnuppensplitter ihr Langauge so verbessert, dass sie jede Nacht die Sterne sehen kann. Sie fragt sich, ob du den Nachthimmel für sie im Auge behalten könntest. Klang für mich echt so, als wenn ein Meteor auf uns zurasen würde. In die Atmosphäre eingedrungen. Also dauert es nicht mehr lange, bis sie zu Boden stürzt. Wenn es soweit ist, sollst du einen Splitter davon abbrechen und zu ihr bringen. Okay, wird sich es lohnen? Lama. Versprich. Ach, verdammt, schon wieder. Meine Güte. Nebenquest abgeschlossen, vor allem auch. Eine neue bekommen. Nun ja. Nova sagt, du Amo. Hoff ja, ja. dich bald. Kann ich hier durchgucken, wenigstens jetzt? Nein. Ja. Also, ich habe mir eine neue Nebenquest geholt. Das ist schön. Aber kann ich nicht? Oder muss ich bis zum Abend warten? Wäre ja sinnvoll, ne? Ja, aber das kann ich hier noch nicht mal. Oh, okay. Fang lieber an, bevor der Tag vorbei ist. In der Atmosphäre brennt es. Aufgepasst. Okay. Zufälligerweise auch direkt vor uns. Also. Eieiei. Brauche ich einen Anzug dafür? Da ist so ein Anzug drin. Ne, darf ich nicht. Okay, cool. Dann gehe ich so ins brennende Land. Wuhu! Ah! Verdammt, nein! Was ist denn los mit meinen Fingern heute? Keine Kraft mehr, den Finger oben zu halten bei der Maus. Es kommt, wenn man einen langen Tag hatte, früh morgens beim Sport war und wieder übertrieben hat. Keine Ahnung. Hier habe ich schon alles, Edge. Aber offenbar leben ein paar Gegner schon wieder. Lass die Gegner leben, ist doch egal. Oh. Bin sicher, da war ich schon drin gewesen, da unten, aber ich musste natürlich mal überprüfen. Nein, es war neu. Oh. Ach. Ist das hier nicht das Teil, wo ich schon mal gesucht habe und ich alles gefunden hat und... Flauschkolossennest. Ja doch, hier war ich halt... Nee, hier war ich noch nicht. Hier wollte ich sowieso was, siehste. Jetzt bin ich da, wo ich sowieso schon hin wollte. Das passt ja zusammen eigentlich, ne? Dann machen wir erst das hier fertig. Also nein, ich war noch nicht so richtig aktiv hier drin tatsächlich. Naja. Versuch es mit einem Schlüssel. Ach, da war ich doch schon hier. Ja. Läuft. Okay, das war einfach. Alte Weltlager. Also war ich doch schon hier gewesen, größtenteils. Hab das meiste erledigt, nur zwei Sachen nicht, beziehungsweise die Bunker nicht gefunden. Tja. Traurig aber wahr. Umso schöner, dass ich jetzt direkt in dem Quest gefunden habe, die da hinten ist. Ha. Kann ich ja gleich weitermachen und wieder zurückreisen. Und dann... Aber was anderes. Was auch immer das sein wird. Das ist halt so ein Psi-Punkt oder was? Und habe ich den schon geholt? Nein, eher nicht so. Hopp. Na, zweimal springen wäre gut gewesen, ne? Finger weg, ist meiner. Plopp.
Wie woanders Psi-Punkte anbeten, du Ente. Man kann schon einigermaßen besser schon mal als anfangs, aber es ist immer noch zu wenig eigentlich. Dafür, dass man mal sein Wassergefährt rufen kann. Was ich immer noch bescheuert finde übrigens. Mega bescheuert. Ruhe. Duell? Aua. Aua. Na, ich gebe Mühe. Der ist tot, ne? Gut. Ah! Außerirdische. Aliens! Ach, verdammt. Das hat nicht geklickt. Aua, aua, aua. Hört ihr mal auf. Ja, ja. Einfach ballern, das geht schon. Was? Achso, er war tot, deswegen Zeitlupe gehabt. Ja! Das waren echt Aliens gerade. Du hast eine heruntergefallene Schnuppe gefunden. Wenn du die Splitter anordnen kannst, solltest du die Schnuppe öffnen und sie herausziehen können. Das ist natürlich ein bisschen merkwürdig, aber... okay. Hauptsache, irgendwie so ein komisches Minispiel auf dem Meteoriten. Ist okay. Das hat funktioniert. Sieh nur, wie die Splitter strahlen. Ja. Damit kann man bestimmt ganz viele tolle Sachen machen, aber... ich bring nur einen Splitter weg und keine Ahnung. Aber ich bekomme bestimmt den coolen Anzug da. Ach, Schnellreise, so. Und dann kann ich, bestimmt bin ich ein Feuerimmun mit dem Anzug. Eine Sache, die ich anders gar nicht erreichen könnte, niemals. Nein, auf keinen Fall. Meine Stimme ist auch schon wieder rau heute, oder? Ich klinge wie ein männlicher Bonnie Tyler, glaube ich. Na, was soll's. Das passiert nach langen Bandproben. Kälte ist hier ein absolutes Fremdwort. Ja, ja. Lupa-tupa-tupa. Die Sterne haben auf dich herabgeschienen. Und du bist auch mit ihnen verbunden. Ansonsten hätten sie dich nicht zur Schnuppensturzstätte geführt. Hä? Ich hab das gesehen, muss hingefahren. Sie sagt, deine Rolle darin ist größer, als du denkst. Ja, es steht in den Sternen geschrieben. Ach. Zuerst solltest du den Schnuppensplitter ins Langauge einsetzen. Ja. Sie denkt, der Splitter wird das Langauge so verstärken, Schnuppen sind großartig. Wusste, dass du die Schönheit des Himmels zu schätzen wirst. Ja, ja, ja. Nova sagt, sie ist wie die Sterne. Muss los. Hofft, dich wieder zu sehen. Ich gehe noch nicht richtig weg. Ich muss ja die Quest doch beenden. Was? Hell? Wieso hell? Ich muss eine Quest. Oh Mann, wie soll ich. Ich mag halt Sterne. Was ist denn daran hell? Ach, Leute. Beweg es einfach, bis du eine Schnuppe siehst, die vom Himmel purzelt. Hä, ist doch alles fertig hier. Hä? Seid ihr doof? Das war doch schon richtig. Merkwürdig. Dreh es richtig. Mach ich ja schon. Aha. So muss es sein. Fertig? Genau so. Das wäre ja schwer. Ja, und nun? Nova ist überzeugt, dass ihr Papu stolz auf die Verbesserung des Langauges gewesen wäre. Schön. Okay. Nova meint, sie besitzt einen Haufen sonderbarer Objekte aus der alten Welt. Ja, eins habe ich gesehen. Die ihr Papu hinterlassen. Gib mir sie das Ding. Sie interessiert sich nicht für diesen Kram. Ja, ist okay. Du würdest ihr einen Gefallen tun. Ja. Etwas sie ist. Sie hat gehört, du hättest eine Arche gefunden und fragt sich, ob du damit zu den Sternen reisen willst. Natürlich. Sie kann ihre Begeisterung kaum zügeln. Hofft, die Welt lebt weiter. Schätzt, du hast bereits so viel an dich gerafft. Da wirkt die Arche nur wie eine weitere Schnuppe. Ja, du bist mitfahren, ich verstehe das schon. Überlegt, wer deine Nun, hier haben wir jemanden, ich kenn die der doch gar einen nicht. Ausweg sucht, falls alles andere scheitert. Na, in der Arche ist ein Platz frei, falls du ihn anbieten willst. Ich kenne die gar nicht, komm, nein. Wenn du dich bewusst für die... Einigen wir uns ja, doch, ja. Wer ein ja, ja. Oder so. Ist nicht. Sie weiß, die Entscheidung liegt bei dir. Nova meint, bleib, wünsch dir... Ist mir das leise Schluchzen auch noch Mitleid erregen wollen, oder was? Ich kann da nicht jeden mitnehmen und, Ich kenne die gar nicht. Ich würde tatsächlich doch eher meine Leute mitnehmen, die ich jetzt noch so storymäßig kenne. Das war eine Nebenquest gerade. Das fand ich deswegen ein bisschen doof. Auch wenn sie mir per se halbwegs sympathisch ist, aber...
Naja. Archenrucksack. Krasse Beutechance. Alles andere ist aber Schrott. Ein Torleit Archehelm. Der ist von vornherein Schrott. Und die haben tatsächlich keine krassen Resistenzen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich damit soll. Das war all die Mühe wert. Nee, eben nicht. Ist doch nichts. Ist doch wirklich nichts, ist das. Was soll ich damit? Ach.